So, Shortshiften in die 4. Versuchen früh und Vollgas zu geben und Schwung drauf zu nehmen auf die Döppingerhöhe. Verdammte Scheiße. Alter. Ja, moin und herzlich willkommen bei Gante, Jochen und meiner unerschöpflichen Suche nach dem ultimativen King of the Ring. Heute schon Folge 15 in dieser Videoreihe und eine echte Legende betritt die Bühne. Das bezieht sich tatsächlich weniger aufs Auto, wobei die Silvia S15 schon echt cool ist, sondern auf den Motor, den uns Gran Turismo 7 hier einbauen lässt. Unter dieser Motorhaube schlummert nämlich der Toyota 2JZ. Mit einer 86er Bohrung und einem 86er Hub ergeben sich in diesem reinen 6-Zylinder 3-Liter Hubraum und bekannt und berühmt ist er vor allem wegen seiner Robustheit, die schier unendliches Tuningpotenzial bietet. Zumindest in der Realität. Denn hier im Spiel hat er leider ein kleines Problem. Selbst voll hochgerüstet kommt er nur auf rund 787 PS. Alter, warum? Wie er sich damit aber im Vergleich zu den anderen bisher gefahrenen Autos so schlägt, will ich jetzt herausfinden. Und die Wahrheit, die liegt wie immer nicht irgendwo da draußen, sondern allein auf der Strecke. Und zwar in diesem Fall auf der Nordschleife. Im vorläufigen Ranking geht's mit runden Zeiten um 6 Minuten 20 an der Spitze ziemlich eng zur Sache. Und jetzt muss der Nissan Silvia 2JZ Swap definitiv zeigen, was er drauf hat. So, und dann versuche ich ja mal mein Glück mit der Nissan Silvia. Und ein bisschen was davon werde ich brauchen. Das Auto ist irgendwie so ein typischer Fall, wo man am Anfang denkt, ja, da geht er ganz gut. Und dann, je weiter man ans Limit kommt, desto schmaler wird irgendwie der Grenzbereich. Und eine wirklich schnelle Runde hier sauber durchzukriegen, ist alles andere als einfach. Natürlich habe ich hier fleißig am Fahrwerk rumgebastelt, zeige ich euch dann gleich im Anschluss hier. Aber so hundertprozentig sicher zu fahren, habe ich es nicht hingekriegt. Gerade am Kurvenausgang muss man immer aufpassen, dass man nicht zu viel Lenkeinschlag hat, aber insgesamt ist das Auto schon echt okay zu fahren. Das Hatzenbach irgendwie überlebt, leicht hinter meinem Geist tatsächlich. Flugplatz hier geht ziemlich schnell mit dem Auto, aber auch hier braucht man am Ausgang Gefühl mit der Lenkung, denn selbst bei 230 kann das Heck da nochmal ausbrechen. Hier Schwedenkreuz über 320, auch die Kurve an sich, die geht hier sehr, sehr schnell, fast schon auf Gruppe 3 Niveau, aber der Bremsweg ist etwas länger hier mit dem Auto Richtung Arenberg. So, auch wieder vorsichtig am Ausgang. Hier muss man das Auto wirklich gut platzieren in den Kurven, um dann früh Vollgas zu geben, Ladedruck aufzubauen. Lieber am Scheitelpunkt etwas langsamer sein und den Fokus auf den Ausgang legen. Bremsen hier links hart über den Curb, weiter verzögern Richtung Adenauer Forst. Sehr langsame S-Kurve hier, zweiter Gang unter 100 km/h. Was sagt der Geist? Ist jetzt hinter mir tatsächlich. Anbremsen, Metzgesfeld links platzieren, dann beim Bremsen nach außen tragen lassen. Auch rund 200 hier die Kurve. Oh, gefährlich. Keilenhart hier den zweiten Gang zum Einlenken, aber den dritten Gang zum Rausbeschleunigen. Der Motor hat tatsächlich ziemlich viel Drehmoment unten raus. So, zweiten Schaltpunkt getroffen. Auch hier wieder geduldig sein beim Rausbeschleunigen. Wehrseifen ganz langsam, das Auto untersteuert tierisch hier. Kurze Lupfer nutzen zum Gangwechsel von 2 auf 3. Runterbremsen Richtung Breitscheid. Nicht zu hart auf den Curb außen fahren. Links platzieren, wieder früh nach rechts einlenken und früh Vollgas geben. Auch hier ist es wieder Ladedruck aufbauen, bergauf beschleunigen. Die Traktion passt, der Geist ist hinter mir. Vollgas um die Lauda links und sofort wieder ankern hier für Bergwerk. Eine sehr wichtige Kurve. Auch wieder vor allem der Ausgang, weil hier jetzt ein langes Bergaufbeschleunigungsstück folgt. Dauert aber wirklich lange, bis man da voll aufs Gas kam, weil man immer noch ein bisschen Lenkwinkel braucht. Hier geht alles Vollgas, wenn man das Auto vernünftig platziert. Hier auch den Gangwechsel nutzen für etwas Einlenkmoment. Die 300 Richtung Mutkurve werden wieder geknackt.
Oh, das Auto wird unruhig. Bremspunkt fast noch erwischt. Oh, nicht außen auf dem Curb. Ganz, ganz gefährlich. Ah, das hat ziemlich viel Rhythmus gekostet. So, Klostertal, zweiter Gang, eine Rechtskurve, die hört einfach nicht auf und man will aufs Gas und darf noch nicht. Hochbeschleunigen zum Karussell. Hier passt das mit der Traktion so einigermaßen. Sobald die Räder Wheelspin kriegen, dann den Steigvorgang einleiten. Hier einmal kurz lupfen für den Linksbogen. Rauf Richtung Hohe Acht, die höchste Stelle der Strecke hier. Die Rechtskurve ziemlich langsam. Später Scheitelpunkt, wieder früh aufs Gas. Sehr rutschig am Ausgang. Dann wird man versuchen, hier gefühlvoll durchzurollen, die Curbs zu treffen, die Strecke breit zu machen, den Kurvenradius zu erhöhen. Rund ums Brünnchen, jetzt alles dritter Gang. Auch da treibt es mich weit nach außen. Ich versuche immer meine Getriebe so abzustimmen, dass ich hier zwischen den Kurven nicht schalten muss. Das kostet immer Rhythmus. Passt hier in dem Auto soweit ganz gut. Leichter Drift. Aber da stehen natürlich die ganzen Zuschauer mit den Kameras. Viel zu schnell an der Heißkurve. Oh, die ist auch noch rutschig am Ausgang. Das war auch alles andere als optimal. Runter Richtung Pflanzgarten. Früh genug bremsen. Hier auch der zweite Scheitelpunkt, sehr, sehr glatt. Hier habe ich auch schon viele Runden weggeschmissen. Und hier in der nächsten Kuppel gleich noch mehr. Sehr unberechenbar hier, was das Auto macht. Versuchen, das Auto zu platzieren, im Bell of S und Vollgas hier durchzukommen. So, Schwalbenschwanz. Die erste Kurve noch sehr, sehr schnell. Die zweite überraschend langsam. Die geht über eine Kuppel und hängt irgendwie gefühlt so leicht nach außen. Das ist immer langsamer, als man denkt. Kleines Karussell, auch etwas spät dran, sehr unruhig am Kurvenausgang das Auto, sehr wellig die Strecke im vierten Gang hier um den Galgenkopf, leicht untertourig, ist aber nicht so schlimm, denn jetzt heißt der Schwung mit rausnehmen auf die lange Gerade, auch hier war der Scheitelpunkt gleich verpasst und ich bin erst spät aufs Gas gekommen. Gucken, was topspeedmäßig so geht, wo ist der Geist überhaupt? Okay, der ist ein ganzes Stück hinter mir. 330 werden überschritten. Bergauf beschleunigt er immer noch weiter. 350. Es gab aber auch schon Autos, die waren hier deutlich schneller auf der langen Geraden. 360 unter der Brücke. Hier geht's Vollgas rum und man kann relativ spät bremsen hier in dem Auto. Der liegt hier bei hohen Geschwindigkeiten doch sehr stabil. Jetzt aber nicht übertreiben. Eine Kurve ist es noch. Nicht zu schnell hier rum. Nochmal nachbremsen, auch nicht optimal. Aktion gefunden und über die Ziellinie mit einer 6:26.2. Boah, und das war jetzt tatsächlich schon mein zweiter Versuch hier mit einer kommentierten schnellen Runde. Ist auch schneller geworden als der erste, weil ich das für das Auto nicht so stehen lassen wollte. Aber so richtig schnell ist es leider nicht, wenn ich ehrlich bin. Was soll ich sagen? Also so richtig überzeugend war der erste Auftritt vom 2JZ-Motor jetzt leider nicht. Ich hatte vor 20 Minuten hier schon mal eine Runde durchgebracht. 6:27.8 ist das geworden, aber die war mir wirklich zu unsauber und zu langsam. Nicht so toll, wenn ich ehrlich bin. Und ich wollte der Maschine noch mal eine Chance geben, obwohl mein Tageskilometer schon die 200 überschritten hatte. Alle Autos haben ja hier so ungefähr dann doch dieselbe Chance. Und bin jetzt noch mal 60 Kilometer weitergefahren und habe tatsächlich noch 1,5 Sekunden abgefeilt. Trotzdem ist die Nissan Silvia S15 hier immer noch irgendwo im Nirgendwo. So 4 Sekunden hinter dem Mazda RX-7 und 9 Sekunden vor dem Nissan 180 SX. Hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Andererseits habe ich am Anfang auch schon gesagt, so ganz die Top-Motorleistung hat das Auto nicht. Und was ich hier am Setup jetzt so eingestellt habe, um das so fahrbar zu kriegen, wie das jetzt am Ende war, nämlich so halb, gehe ich da nochmal rein. Erstmal angefangen bei den Tuning-Teilen. Hier ist alles drin, was man im Shop so regulär kaufen kann. Also keine Spezialteile, die man nur über Tickets gewinnen kann, habe ich für das Auto hier sowieso keine zur Verfügung. Und die Gewichtsreduzierung, die habe ich hier auch rausgelassen. Also 1298 Kilo wiegt das Auto jetzt. Ansonsten natürlich der Turbolader für hohe Drehzahlen und Carbonbremsen und so weiter und so weiter. Zum Setup an der Aerodynamik kann ich hier trotz des nur kleinen Heckflügels
Flügel jetzt hinten 270 Punkte einstellen, das ist gar nicht so verkehrt, und 90 Punkte in der Vorderachse hat er auch vertragen, ohne hier allzu große Spielgrenzen zu machen. Das Getriebe geht bis 392 km/h, die anderen Gänge kann man auch versuchen so nachzubasteln. Ich finde, das hat jetzt soweit ganz gut gepasst hier für die Strecke. Und am Fahrwerk bin ich auch, obwohl das jetzt hier schon die 15. Folge ist, immer noch am Ausprobieren und dazulernen. Also der perfekte Setup-Bauer bin ich nicht. Wie immer ist alles, was ich hier so wiedergeben kann, nur mein subjektives Empfinden. Vor allem ist auch immer das Problem, man bastelt ein bisschen hin und her. Gleichzeitig gewöhnt man sich aber auch an das Fahrverhalten des Autos, passt seinen Fahrstil vielleicht ein bisschen an und kriegt dann gar nicht so genau mit, was welche Änderung letztendlich bewirkt. Im Endeffekt ist das alles immer relativ hart abgestimmt hier für die weichen Rennreifen. Also ich habe so das Gefühl, je weicher die Reifen, desto härter muss das Fahrwerk sein. Vor allem auch bei den Werten in der Eigenfrequenz. Ich hatte hier auch noch höhere versucht, dann lag das Auto aber irgendwie nicht mehr ganz so stabil. Und auch das Differential hat aufs Fahrverhalten große Auswirkungen. Da hilft es immer, die Beschreibungen zu lesen, zumindest mir. Ich hatte jetzt den Wert für die Bremsempfindlichkeit ziemlich runtergestellt, in der Hoffnung, dass das Auto in den langsamen Kurven vielleicht mit dem Heck ein bisschen aktiver einlenkt. Viel tiefer kann man den Wert auch nicht stellen, so richtig geholfen hat es auch nicht. Aber so sah das jetzt am Ende aus und vielleicht habt ihr ja eine bessere Idee und könnt mir auch gerne noch einen Kommentar schreiben, wie ihr eure Autos so einstellt. In der nächsten Folge findet dann der Hersteller Nissan hier mit seinen Silvias den Abschluss. Da folgt doch die Nissan Silvia Q mit über 1200 PS. Das wird sehr, sehr spektakulär. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaltet ihn natürlich gerne wieder ein. Für den heutigen Tag verabschiede ich mich erstmal, sage wie immer vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt freundlich, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Oh. Gleich Lupfen am Eingang, dann Vollgas durch. Alter, na gut. So, die Haarnadelkurven hier immer gefährlich mit dem Auto. Alter. Shit. Gerade am Kurvenausgang zickt die Hinterachse hier doch ziemlich nochmal rum. Alter, was war das gut? Bremsen nach der Sprungkuppe. Alter, nein.